Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten hier weiterhin der Modepolizei helfen. Dann schauen wir doch mal, was der Kommissar für uns hat. Einmal das. Es gab einen Zeugen des Verbrechens, ein seltsamer Typ namens JB. Er ist kein Unbekannter bei uns. Wir waren schon mehrere Male knapp dran, ihn wegen groben Verstoßes gegen das Zielgefühl zu fassen. Aber er ist uns immer in letzter Sekunde entwischt. Wie auch immer, heute wollen wir ihn nicht schnappen, sondern herausfinden, was er gesehen hat. Sprich mit ihm und erkundige dich, ob ihm etwas Interessantes aufgefallen ist. Okay. Der Verbrecher muss das Café lange Zeit beobachtet haben, um zu wissen, wann Franziska dort ihren Kaffee trinkt. Sie hat die Gewohnheit, dort jeden Morgen um exakt 10.13 Uhr hinzugehen. Und der Schurke muss das gewusst haben. Außerdem muss er darauf gewartet haben, dass sie ihre Skizzen dabei hat. Denn das ist etwas, das sie nicht jeden Tag bei sich hatte. Ich glaube, wir haben es hier mit einem sehr cleveren Verbrecher zu tun. Kein Amateur. Also halte Ausschau nach hochtechnologischem Zubehör wie Abhörausrüstung und Kameras. Denk daran, dass sie sehr klein sein können. Sie können also fast überall im Café sein. Okay. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde Franziska unter Drogen gesetzt. Der Verbrecher hat den Tatort sehr schnell verlassen. Ich gehe also davon aus, dass er das Beweismaterial nicht mitgenommen hat. Suche nach etwas, mit dem er Franziska unter Drogen gesetzt haben könnte. Okay. Das heißt, wir gehen ins Café. Ah, ist da Jenna? Hallo, Jenna. Bist doch Jenna, ne? Ja. Cool. Das finde ich ja genial, dass hier so die ganzen bekannten Gesichter sind. Das finde ich immer wieder toll, dass das so gemacht wird. Das gefällt mir. Okay, hier kenne ich nicht alle. Ja, sehr cool. Es gibt so einige, die man kennt, da den Ratsmann aus Dings aus Jallaheim und so. Sehr, sehr cool, gefällt mir. Das finde ich immer wieder toll, so diese Details. So, ab ins Café. Ich hoffe ja, dass Raptor jetzt nochmal öfters auftritt, dass wir da vielleicht auch nochmal den ganzen Song hören können. So. JB. Hallo. Hallo aber auch. Ob JB etwas gesehen hat? Ha, JB sieht alles. Ich habe ganz genau gesehen, was passiert ist. Hör mir zu. Ich werde dir alles haargenau erzählen. Diese Dame ist hier gesessen und hat sich einen Haufen Papier mit Gekritzel darauf angesehen. Nach einigen Minuten kam ein Mann mit sehr schicken Kleidern zur Tür herein. Hat sich zu ihr gesetzt, sie haben geredet. Dann ist ihm ein Stift runtergefallen und die Dame hat sich gebückt, um ihn aufzuheben. Während sie das tat, hat der Mann ein Pullover in ihre Kaffeetasse... Ein Pulver in ihre Kaffeetasse geleert. Sehr mysteriös. Warum ich nichts unternommen habe? Ha, du kennst den alten JB wohl nicht. Wenn es blitzt und donnert, dann komm zu mir. Ich habe nicht auf deine Frage geantwortet, was für eine Frage wahrscheinlich. Warum ich nichts unternommen habe? Ich weiß nicht. Ich dachte, er hat nur Zucker in ihren Kaffee getan. JB tut niemals Zucker in seinen Kaffee. Aber ich kann doch keine Verantwortung für Normalsterbliche übernehmen, die so seltsame Dinge tun. Wie ich immer zu sagen pflege, wenn Gefahr lauert und die Nacht hereinbricht, da ist es der alte JB, der dem Unheil direkt ins Auge blickt und sagt, komm nur, ich gebe alles. Ich soll weiter erzählen, was passiert ist? Okay, wenn JB etwas ist, dann ist das hilfsbereit. Schnall dich an, weil jetzt geht's weiter in JBs Geschichte. Auf jeden Fall. Die Dame ist dort am Tisch eingeschlafen und der Mann hat all die Papiere mitgenommen und ist davongelaufen, so schnell wie der Wind. Wie der Mann aussah? Tja, er hatte ungemein schicke Kleider an. Haben teuer ausgesehen, sehr teuer. Es war etwas schwer zu erkennen, wie er sonst aussah, weil er dunkle Sonnenbrillen aufhatte und eine Haube, die sein Gesicht verdeckt hat. Das ist alles, was JB weiß. Nun muss ich mich auf meinen Kaffee konzentrieren. Die Straßenjorviks warten auf mich und die sind gnadenlos. Aber wenn ich nur meinen Kaffee bekomme, dann kann sich nichts und niemand zwischen JB und seine Aufträge stellen. Immer mit der Ruhe jetzt und tu nichts, was der alte JB nicht auch tun würde. Okay. Gut, JB, dann wissen wir jetzt ja. Zumindest ein bisschen was. Nichts gefunden. Da.
Oh, eine Kamera. Nix. Auch nix. Ach, da war noch was. So, gucken wir da doch nochmal nach. Eine Abhörausrüstung. Na, sowas. Noch eine. Okay, da haben wir jetzt alles gefunden. Dann können wir, denke ich, zurück. Nee, hier ist noch was. Hier fehlt noch was. Ah. Eine verdächtige Kaffeetasse auf dem Boden. Sie verströmt einen scharfen, unnatürlichen Geruch. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt aber alles, oder? Dann müssten wir zurückkehren. Genau, dann gehen wir zurück zum Kommissar. Können wir eigentlich hier auf die Bühne? Nee. Nicht von hier, schade. Mal gucken, ob wir da irgendwie hin. Nee, da kommen wir also von hier nicht rein. Vielleicht von der anderen Seite, müssen wir mal schauen. So. Ich wusste es. Abhörausrüstung und versteckte Kameras. Das sieht sehr professionell aus. Wir haben es mit einem richtigen Meisterschurken zu tun, Brielle. Ah, der Geruch kommt mir bekannt vor. Ein sehr starkes Schlafmittel. Eine kleine Dosis reicht und schon machst du die Augen zu. Wie ist es gelaufen? Konntest du etwas herausfinden? Ein Mann in schicken und teuren Kleidern. Hier haben wir es mit einer richtig gefährlichen Person zu tun, Brielle. Du hast eine ganze Reihe an Spuren gefunden, aber nichts hat uns bisher zur Lösung des Falls gebracht. Wir benötigen mehr Informationen. Ich war in Kontakt mit dem Opfer, Franziska Ironsettle. Sie ist mittlerweile in der Verfassung, dass sie uns mehr über den Vorfall erzählen kann. Geh und sprich mit ihr. Ich kann mich unmöglich in diesem Aufzug blicken lassen. Und bitte sei höflich, wenn du mit ihr sprichst. Sie ist eine sehr sensible Person. Sie befindet sich in der Nähe von uns, im Backstage-Bereich beim Catwalk. Lass mich die Tür aufschließen, damit du hineinkommst. Yay, wir kommen rein. Du kannst nur in den Backstage-Bereich beim Catwalk kommen. Wenn die Show im Gange ist, musst du warten. Was? Da kommt man wahrscheinlich nicht rein. Okay. Oh, Raptor! Hallo! Krieg ich ein Autogramm? Hallo? Hallo? Guck nicht auf den Boden, ich will ein Autogramm. Ach, Manu. Puh. So, Franziska Ironsettle. Oh, seufzt. Habe ich nicht schon genug gelitten? Wen schickt mir die Mutepolizei hier? Können Sie nicht etwas mehr Respekt zeigen und jemanden vorbeischicken, der wenigstens einen Hauch von Stilgefühl hat? Naja, ich werde besser blinzeln, während ich mit dir spreche, damit meine Augen nicht zu bluten beginnen, angesichts deines mangelnden ästhetischen Gefühls. Ich dachte, der Bereich hinter dem Catwalk sei ausschließlich uns Superästheten vorenthalten. Naja, bringen wir es hinter uns. Also, ich kann mich an Folgendes erinnern. Ich war in E-Mail-Kontakt mit einem sehr interessanten Mann. Ein mir völlig unbekannter Designer, der sich Ligon nennt. Er hat mir einige Skizzen seiner Kreationen geschickt und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Es lag so eine gewisse Schwere und Dunkelheit über seinem Design, das einzigartig war. Ich konnte ihn leider nicht bei mir anstellen, da sich unsere Auffassungen zu sehr voneinander unterschieden. Für mich sind Menschen ohne Stilgefühl etwas, dem man durch gute Ausbildung und Ratschläge Abhilfe verschaffen kann. Ligons Auffassung, wie man mit solchen Menschen verfahren sollte, war etwas mehr brutal. Trotz seines Talents würde ich nie mit ihm arbeiten können, also habe ich ihm gemeldet, dass er sich bei mir keine Anstellung erwarten könnte. Danach habe ich mehrere Monate nichts von ihm gehört, bis er mir letzte Woche plötzlich gemeldet hat, dass er mich treffen will. Er hätte ein paar Skizzen, die er mir zeigen wollte, und fragte mich, ob ich Zeit hätte,
ob ich Zeit hätte. Ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Daher habe ich abgelehnt, ihn zu treffen. Aber dann ist er plötzlich aufgetaucht, als ich im Café saß und meinen Morgenkaffee getrunken habe. Genau an diesem Morgen, als ich meine Skizzen für die nächste Kollektion bei mir hatte. Ein sehr seltsamer Zufall, wenn du mich fragst. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Legun hat sich zu mir an den Tisch gesetzt und über das Wetter und den neuesten Tratsch in der Modewelt geredet. Plötzlich wurde alles schwarz. Als ich wieder erwachte, lag ich mit unglaublichen Kopfschmerzen auf dem Boden des Cafés und meine Skizzen waren verschwunden. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Richte Kommissar Lacrosse aus, dass er die Skizzen finden muss, bevor es Legun gelingt, seine teuflischen Pläne zu verwirklichen. Okay, alles klar. Aber ich bleib erst noch hier. Ich muss mich erst hier noch umgucken, auch wenn ich so einen unglaublich schlechten Geschmack habe. Ich finde mein lila, rosa, bunt toll. Pff, die hat ja gar keine Ahnung. Ah, oh, wie toll. Kann ich auf den Catwalk? Ich will auf den Catwalk. Yay! Kann ich da auch langlaufen? So, hier bin ich. Einmal nach links gucken, einmal nach rechts gucken und dann umdrehen und wieder gehen. Langsam gehen. Yay. Okay, wir gehen wieder. Die jubeln ja gar nicht. So. Ah, hier gibt's Kleider. Hm, schönes. Raptor, tschüss. Ich finde, das sieht hier hinten echt klasse aus. Gefällt mir. So, Kommissar. Legun, ich habe von diesem Schurken gehört. Aber ich dachte immer, er wäre ein Mythos. Ich habe eine Idee, Priel. Ich wollte vorher nichts darüber sagen, weil es dafür eine sehr spezielle Ausrüstung braucht und ich hatte kein Exemplar in den richtigen Farben. Aber nun konnte ich eines auftreiben. Meine Idee ist, dass wir Legons avancierte Technik gegen ihn verwenden. Mit unserer eigenen professionellen Aufspürausrüstung werden wir ihn finden. Seine Kameras und Abhörgeräte müssen schließlich Signale an einen Empfänger geschickt haben. Und er ist garantiert in der Nähe. Wenn wir diesen Empfänger gefunden haben, haben wir auch Legun gefunden. Hier ist der Aufspürapparat. Verwende ihn, um Leguns Empfänger zu finden. Das ist nicht schwer. Analysiere nur die interessanten Plätze und du wirst sofort eine Antwort gesendet bekommen. Viel Erfolg. Dankeschön. Okay, dann auf geht's. Also ich denke, dass wir das unten irgendwo machen werden müssen, am Café. So, ist hier eigentlich irgendwo ein Schild, wo man erfährt, wann denn die Show überhaupt ist? Nö, ne? Achso, okay. Dann benutzen wir das doch. Du bist auf dem richtigen Weg. Dann gehen wir doch hier einfach weiter. Mhm. Okay. Da noch. Okay. Huch. Oh, guck mal, da kann man auch. Ah, nach oben vielleicht? Okay. Du bist auf dem falschen Weg. Ah, dann in die Richtung. Okay. Okay. Der richtige Weg. Das ist auch der richtige Weg. Huch. Okay. Haha, da haben wir ihn. So, Legun. Hm. Was bist du für ein stilloses Geschöpf, das mich, Legun, zu stören wagt? Ha, die Modi-Polizei hat wohl geglaubt, sie können dich schicken, um mich, Legun, zu fassen. Eine so stillose Person wie du, glaubst du wirklich, dass du den angesagtesten Schurken der Modewelt stoppen kannst? Das kostet mich ein müdes Lächeln. Na gut, meine Liebe. Wenn du mich, Legun, fangen willst, musst du mich erst einmal erwischen. Hey! Hallo? Bleib stehen! Hallo?
Na, Gott sei Dank wartet der auf uns. Boah, ist das gemein. Haltet den Dieb. Kann dir mal irgendjemand bitte ein Bein stellen? Wo ist denn der jetzt hin? Da hinten. Ah, das gibt's doch nicht. Hallo. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Hab dich. Pust, pust. Du hast mich, Legun, erwischt. Ich bin beeindruckt. Okay. Ja, reden tun wir mit ihm dann im nächsten Part, würde ich sagen. Also bis denn. Ciao, ciao.